Neues Webinar, betriebliches Eingliederungsmanagement nach Krankheitsbildern. Hallo und herzlich willkommen, lieber Hartmut Brandt, Suchtexperte der WAF. Und dir gegenüber sitzt ein langweiliger Rechtsanwalt, nämlich Niklas Pastie aus Berlin. Und Hartmut und Niklas, wir zwei, haben ein Webinar entwickelt, was es so noch nicht gab. Es geht um mein Thema BEM und dein Thema Sucht sowie um viele andere Erkrankungen, die ja eigentlich im BEM, habe ich immer gelernt, gar nicht offengelegt werden müssen, lieber Hartmut. Betriebsrat heute, der Podcast der WAF. Aktuelle Urteile, spannende Fälle und neue Kommentare. Ja, das stimmt. Also hallo erstmal und dann fangen wir gleich mal damit an. Tatsächlich BEM nach Krankheitsbildern, warum eigentlich? Also wenn wir eben Menschen haben, die zurückkommen, die depressiv sind, die aus einer Klinik mal zurückkommen, die dort therapiert waren, Süchtige haben wir natürlich ebenfalls, dann gibt es Schmerzpatienten und so weiter, dann ist es schon ganz gut, etwas mehr über die Krankheitsbilder zu wissen. Und zwar ganz einfach deswegen, weil wir anschließend auch sehr viel eher und sehr viel besser einen Plan entwickeln können, wie die Menschen wieder reintegriert werden. Also wir suchen ja nach einer Lösung im BEM, ne? Das ist ja so eine individuell angepasste Lösung, so eine Art Schnitzeljagd, ja, die wir da gemeinsam unternehmen. Und da ist es schön zu wissen, in welche Richtung ich gehe. Dafür muss jetzt der Arbeitgeber natürlich nicht unbedingt wissen, ob ich die eine oder andere Diagnose habe, aber der Betriebsrat weiß es ja häufig und kann dann diese Suche vielleicht auch zielgenauer begleiten. Naja, das mit der Diagnose kennen ist zwar richtig, vor allem bei der Schnitzeljagd, wenn die Diagnose Adipositas heißt, nicht? Da muss man schon etwas vorsichtig sein. Das nehme ich persönlich, Herr Kollege. Also krankhafte Übergewicht. Nein, natürlich, das etwas mehr über den Menschen zu wissen, was kann er nicht, wo liegen die Ressourcen, das ist sehr wesentlich. Ganz wichtig, direkt hier am Anfang, damit kein Missverständnis entsteht. Ich plädiere nicht dafür, dass jeder seine Diagnose gleich breittritt und sagt, bin depressiv. Ja. Ja. Oder ich habe Schizophrenie oder was auch immer. Darum geht es gar nicht. Es ist sogar so, dass medizinisch betrachtet, und nicht mal juristisch, sondern auch medizinisch betrachtet, die Diagnose oft gar nicht aussagefähig ist. Nehmen wir die Diagnose Depression. Das hat so viele Gesichter, so viele unterschiedliche Erscheinungsformen. Dass lernen wir die ganz, kennen? In dem, die lernen wir ja, kennen. Aber wir sprechen über Depressionen, wir sprechen über Schmerzen, ja, über Infektionskrankheiten, über Schlaganfallfolgen, wir reden ja über Alkoholismus. Ja. Das ist ein super Webinar. Long-Covid, genau. Ja. Also all das machen wir. Das sind alles natürlich Themen, die hochinteressant sind, die aber vor allem eins zeigen, es kommt weniger auf die Diagnose an, als vielmehr darum, erstens herauszufinden, was genau kann der Arbeitnehmer eben jetzt nicht mehr machen, also was ist wirklich überfordernd, und sehr viel wichtiger, die Ressourcen, was kann er denn machen? Also es ist immer wichtig, bei diesen BEM-Gesprächen die Sonnenseite zu beleuchten und das heißt eben die Ressourcenseite und nicht immer sich dahinzusetzen und zu sagen, jetzt hat er die und die Diagnose, das stelle ich mir vor, mit Rheuma kann er das nicht mehr machen. Also ob Rheuma, ob Depression, sonst was, das sind alles letztlich keine wirklichen Aussagen darüber, wozu der zurückkehrende Arbeitnehmer am Arbeitsplatz noch imstande ist und wie man eben die Eingliederung bestens nutzen kann. Aber das ist wesentlich, dass wir mehr über das Krankheitsbild als solches wissen, denn oft genug ist es ja bekannt und dann können wir auch sehr viel empathischer, einfühlsamer und vor allem auch mit realistischeren Zielen die Wiedereingliederung begleiten. Ja, und wir, das sind dann etwa die BEM-Beauftragten des Betriebsrats, ja, oder die Schwerbehindertenvertretung. Manchmal bringen die BEM-berechtigten Arbeitnehmer auch eine Vertrauensperson eigener Wahl mit, auch nicht schlecht, wenn die weiß, wovon sie eigentlich redet. Und das ist Musik in meinen Ohren, was du sagst, auch aus juristischer Sicht. Denn ja, natürlich, wir beschreiben Probleme, aber vor allem suchen wir nach Lösungen im BEM. Und bitte, das ist, also die Rechtsprechung ist knallhart. Wenn du das BEM ablehnst, hast du sowieso ein Problem, auch wenn das Verfahren freiwillig ist. Du hast einfach Nachteile in einem nachfolgenden Kündigungsschutzprozess. Das kann niemand ernsthaft mehr bestreiten. Aber auch wenn du als BEM-berechtigter Arbeitnehmer stumm wie ein Fisch im BEM sitzt und keinen einzigen Vorschlag unterbreitest, dann ist rein rechtlich gesehen der Arbeitgeber auch nicht in der Pflicht, dir irgendwie entgegenzukommen. Das heißt, es ist eine gute Idee, nicht nur darüber zu reden, was alles nicht mehr geht, das muss natürlich auch eine Rolle spielen,
sondern auch noch den einen oder anderen Wunsch zu äußern. Also was willst du eigentlich? Wie stellst du dir deine weitere Beschäftigung vor? Und ja, dann ist es ja rechtlich wieder interessant. Dann hat der Arbeitgeber tatsächlich Himmel und Hölle in Bewegung zu setzen, im Rahmen der Zumutbarkeit, um dir zu helfen. Dafür brauchen wir gute Vorschläge. Und deswegen freue ich mich auf das Webinar, weil wir diese Vorschläge mal herunterbrechen können hier auf die einzelnen Krankheitsbilder. Genau, und auf die einzelnen Erscheinungsbilder. Also wir nehmen mal einen Menschen, der depressiv ist, der, man sagt man wegen eine reaktive Depression hat, aufgrund von dem, was er privat oder auch beruflich erlebt hat, der jetzt zurückkehrt, der Angst hat, da im BEM zu sitzen. Mhm. Aber das alleine ist doch schon ehrenwert, auch den Mut hat, an diesem BEM-Verfahren teilzunehmen, sich zu stellen. Ja. Da ist zum Beispiel wichtig, dass auch Betriebsräte dann wissen, jemand, der depressiv ist, der ist meistens keine Plaudertasche. Da kommen die offenen Fragen, wie stellen Sie sich denn selbst die Rückkehr vor und was genau haben Sie vor? Und da ist es nun mal so, dass derjenige, der in einer Depression steckt, nicht unbedingt der schillernde Regierungssprecher seiner Persönlichkeit ist. Ja. Und dieses Verständnis auch zu haben, dann auch mal als Betriebsrat zu sagen, also ich verstehe Ihre Fragen, Herr Arbeitgeber, was die Ziele dieses Arbeitnehmers in einem Jahr sind, aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf das Wichtige und jetzt sehen Sie doch, der Mann hat genickt, der ist erstmal damit einverstanden und das ist doch schon mal was. Oder nimm umgekehrt den Schmerzpatienten. Ne? Du weißt, ich quäle mich da immer mit so einer Migräne, so einer Art Clusterkopfschmerz. Und wenn du mir da so zielgerichtete Fragen stellst, wie ich mir dies vorstelle und jenes, ich will dir in einer solchen Situation nicht antworten. Meine Antworten sind dann auch ein bisschen ungenau. Ich bin unkonzentriert, vielleicht etwas gereizt. Möglicherweise hilft es auch, darauf Rücksicht nehmen zu können. Oder nimm denjenigen, der einen Schlaganfall, man muss das so sagen, überlebt hat, jetzt unsicher ist. Er liebt seinen Job an der Kasse bei Edeka, ja, aber er macht vielleicht vermehrt Fehler, macht da die Kunden glücklich, gibt die 1.000-Euro-Scheine raus und vielleicht kann er sich noch gar nicht anfreunden damit, dass er jetzt für dieses eine Tätigkeitsbild möglicherweise gar nicht mehr geeignet ist. Das heißt, wir lernen alle im BEM dazu. Das heißt nicht, dass sich jetzt jeder Arbeitsplatz verwandeln muss in irgendeine Art Therapieszene oder in eine Art irgendwie Gesundheitsgespräch. Aber wir haben es halt mit Arbeitnehmern zu tun. Das sind Menschen. Menschen haben Probleme. Sie verbringen einen Großteil ihrer Lebenszeit am Arbeitsplatz. Das heißt, Gesundheit, was in Deutschland so traditionell immer als Privatthema gilt, gehört eben auch in den betrieblichen Kontext. Wir müssen damit alle zurechtkommen. Und kein Arbeitgeber hat das Recht darauf, dass alle um ihn herum jung, gesund und sexy sind. Nein, absolut nicht. Aber jeder Arbeitgeber hat die Chance, wenn er reflektiert ist, zu sehen, dass viele, die in BEM-Prozessen eben sind, die zurückkommen, die eine Depression hatten, die chronische Schmerzpatienten sind oder Ähnliches, doch genau diejenigen sind, die gerade durch ihre Teilnahme am BEM-Verfahren manifestieren, dass sie tatsächlich zurück wollen. Das sind die loyalen Arbeitnehmer, gerade die, die das BEM für sich herausverlangen und da auch etwas beitragen dann zum Gelingen dieses Verfahrens. Und Hartmut, ich kann noch einen oben draufsetzen. Also wer erkrankt denn statistisch am häufigsten und am längsten? Das sind ältere Arbeitnehmer, das sind auch manchmal Schwerbehinderte und es ist gut untersucht. Der Arbeitgeber hat einen manifesten Vorteil, wenn er diese älteren Arbeitnehmer und ihr oftmals wertvolles Erfahrungswissen im Betrieb hält. Aber wenn wir alle älter werden wollen und deswegen auch vielleicht länger erkranken, dann muss eben der Arbeitsplatz dafür auch geeignet sein. Und daran, glaube ich, müssen wir gemeinsam arbeiten. Zu meinen Schwerbehinderten kann ich nur sagen, das sind die nicht nur die loyalsten Arbeitnehmer oftmals, sondern gelegentlich auch die am besten qualifiziertesten. Die will ich nun zu allerletzt verlieren. Ja, richtig. Und das ist bei den Schwerbehinderten so. Sehr gut, dass du das sagst. Das ist auch bei anderen Menschen, die zurückkommen mit dem sogenannten Burnout-Syndrom. Ich sage so genannt, weil das in der Medizin umstritten ist. Und zum auch Teil darum geht es im Webinar, oder? Darüber sprechen wir auch. Ja, werden wir auch darüber reden. Ja, das sind ja eben Leute, die eben vorher, wie man so schön kalt betriebswirtschaftlich sagt, High-Performer waren. Und es wäre ja doch ganz nett, wenn sie diese Performance wieder einigermaßen zeigen, aber eben so. Und das ist das Entscheidende. Dass sie nicht durch zu hohe Ziele wieder in das alte Muster hineingezerrt werden. Ja. Hartmut, warst du jemals im Leben ernsthaft erkrankt?
Mit 3 Jahren hatte ich eine Lungenentzündung. Ja. Das ist lange her. Die interessanterweise hatte ich auch. Ansonsten, du weißt, meine Kanzlei hat so den Schwerpunkt BEM und Schwerbehindertenrecht. Und ich sag dir, da wird man demütig. Ich bin ja praktisch ausschließlich von Menschen umgeben, die teils schwere gesundheitliche Probleme haben oder überwunden haben. Ich war nie im Leben ernsthaft erkrankt. Und da sieht man aber, dass das, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht vom Privileg sprechen, Zufall trifft es vielleicht eher. Die eigene Gesundheit, ja, es ist ein Segen. Morgen kann sie nicht mehr da sein. Die Anwälte sagen immer ein Tick zynisch, wir sind alle nur einen Schlaganfall von der Schwerbehinderteneigenschaft entfernt. Das heißt, wir müssen klugerweise, glaube ich, damit rechnen. Niemand macht es gern, dass wir nicht immer so jung und gesund bleiben. Du wirst da die Ausnahme sein, wie wir das jetzt sind. Ja, also es ist gefährlich, auch so einem heroischen Gesundheitsbild zu frönen und Gesundheit lediglich als Ergebnis von gesunder Lebensführung und von persönlicher Leistung zu sehen. Es ist, das kann man auch genetisch nachweisen, eine Geschichte, die auch sehr viel mit Glück, mit Lebensglück zu tun hat. Und das sollten wir auch, naja, ich möchte was sagen, ohne jetzt hier religiös zu werden, demütig mal anerkennen. Ja. Also das ist wichtig, und wenn eben andere Menschen mit 45 ihren Schlaganfall haben, mit 50 ihren Herzinfarkt, kleiner Tipp, das sind eben nicht alles nur Raucher oder sowas, sondern es sind eben auch Menschen, die diese genetische Disposition dafür haben, dann heißt es, dass wir, wenn wir selber gesund sind, eher dazu beitragen sollten, denen die Rückkehr in das Arbeitsleben wieder zu ermöglichen. Und sind wir überhaupt gesund? Wer weiß, was in uns schlummert. Deswegen, liebe Kollegen, liebe Betriebsratsmitglieder, liebe Schwerbehindertenvertreter, liebe Arbeitnehmer, die das hier interessiert, solange ihr noch könnt, bucht das Webinar BEM nach Krankheitsbildern mit Hartmut und Niklas. Und darauf freue ich mich.